Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ra'alihi wa sahbihi ajma'in. Es geht um die Dawa der Propheten. Heute kommen wir zum Thema die Dawa von Salih in Sure 26 alayhi salam. Allah sagt im Koran, Sure 6, Vers 90, über die Propheten, Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi. Dies sind diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat, so nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Es gibt heute immer wieder Leute, die behaupten, man soll in der Dawa nicht so offensiv sein, man soll die Nicht-Muslime nicht kritisieren, man soll nicht von Strafe reden. Ja? Und wir schauen einfach mal, wie haben die Propheten Dawa gemacht und heute am Beispiel von Salih. So. Und ich lese das nur auf Deutsch vor, damit wir das so schnell hinkriegen. Allah sagt in Sure 26, Vers 141 bis 145 sinngemäß. Die Thamud bezichtigten die Gesandten der Lüge. Erstmal, sie bezichtigten die Gesandten der Lüge, obwohl nur Salih von ihnen der Lüge bezichtigt wurde. Das heißt, dass derjenige, der einen einzigen Gesandten der Lüge bezichtigt, damit gleichzeitig alle Gesandten der Lüge bezichtigt hat. Und deswegen ist derjenige, der sagt, dass der Prophet Mohammed a.s. kein Prophet war, obwohl korrekte Informationen über den Propheten a.s. zu ihm gekommen sind, kein Mu'min. Er ist ein Kafir. Das nur mal dazu. Wie gesagt, das ist ganz klar und deutlich. Wer einen Gesandten der Lüge bezichtigt, ist gleichzeitig so, als wenn er alle Gesandten der Lüge bezichtigt hätte. So. Als ihr Bruder Salih zu ihnen sagte, so was sagt er jetzt zu ihnen? Sagt er jetzt zu ihnen, ja, lasst uns vorsichtig sein, lasst uns Kaffee und Kuchen trinken? Nein. Er sagte zu ihnen, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Inwieweit gottesfürchtig sein? Inwieweit gottesfürchtig sein? Gottesfürchtig im Sinne, dass ihr nur Allah alleine anbetet und diejenigen, die ihr neben Allah anbetet, nicht mehr anbetet. So, in Wahrheit, ich bin euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Was sagt er jetzt? So fürchtet Allah und gehorcht mir. Man sieht hier ganz eindeutig, es ist eine direkte Ansprache, also keine indirekte Dawa, sondern eine direkte Dawa. Es ist eine offensive, keine defensive Dawa. Und er redet hier von Fürchten, Allah fürchten. Das heißt, es hat sofort etwas mit Bestrafung auch zu tun. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn ist beim Herrn der Welten. Dann geht es weiter in Sure 26, Vers 150 bis 152. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Und gehorcht nicht dem Befehl derer, die nicht Maß halten, die Verderben auf Erden stiften und keine guten Werke verrichten. So, was passiert jetzt? Sie sagen, du bist nur einer, der dem Zauberopfer gefallen ist. Das heißt, sie haben ihn verleugnet. So bringe ein Zeichen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, hier ist eine Kamelstute. Sie hat ihre Trinkzeit und ihr habt eure Trinkzeit an einem bestimmten Tag. Berührt sie nicht mit Bösem, damit euch nicht die Strafe eines gewaltigen Tages ereile. Das heißt, er warnt hier vor der Bestrafung Allahs. Ihr könnt das selber nachlesen, Sure 26, Vers 141 bis 156. Könnt ihr das selber nachlesen. Ihr seht hier, die Dawa von Salih war direkt, war offensiv, war mit Strafe verbunden und er wurde bekämpft für diejenigen, die heute so tun, als wenn die Dawa falsch wäre, wenn man bekämpft wird. Alle Propheten wurden bekämpft. Und wer heute auf dem wahren Weg ist, der wird auch Leute finden, die ihn bekämpfen. Deswegen lasst euch nicht von der Jammerlappen-Dawa beeinflussen. Und übrigens, es gibt sogar Leute, vor allen Dingen Aleviten, die behaupten, man solle überhaupt niemanden zum Islam einladen. Jeder kommt in sein eigenes Grab. Jeder hat seine eigene Religion. Man soll keinen zum Islam einladen. Und wer so einen Schwachsinn labert, der muss sich mal fragen, welchen Koran er gelesen hat. Der Koran ist voller Geschichten von Propheten, die zu ihren Völkern gegangen sind, ihnen gesagt haben, dass es nur einen wahren Weg zu Gott gibt, nämlich den Tauhid, Gott alleine anzubeten. Und diese Leute erzählen, nö, lass die Leute in Ruhe. Sowas kann nicht von einem Herz kommen, das Iman für Allah hat. Denn der Iman für Allah macht es notwendig, dass man Allah liebt und für Allah Eifersucht empfindet. Und es kann niemals ein Muslim damit zufrieden sein, dass neben Allah irgendwelche Götzen oder falschen Götter angebetet werden. Und deswegen muss man sich jetzt selber die Frage stellen, wenn wir heute die Götzen der heutigen Zeit kritisieren und sagen,
zu den Menschen, seid gottesfürchtig, dient nur Gott alleine, ne, und kritisieren den Götzendienst, kritisieren, dass Jesus angebetet wird. Machen wir es dann wie Salih oder machen wir es nicht wie Salih? Wenn wir vor Strafe Allahs warnen, machen wir es wie Salih oder machen wir es nicht wie Salih? Die Antwort ist ganz einfach. Wir machen es so wie der Prophet Salih. Natürlich nicht ganz gut, das war ein Prophet, logischerweise, oder nicht so gut wie er, weil er war natürlich ein Prophet gewesen, a.s. Aber wir folgen diesem Weg. Und jeder, der sagt, dass dieser Weg falsch ist, ist auf einem Irrweg. Salam alaikum.